Ein Projekt, das gerade wegen der aktuellen Situation im Nahen Osten unsere besondere Aufmerksamkeit verdient. Iranische und israelische Musikerinnen und Musiker machen in Berlin gemeinsame Sache. Und zwar schon seit vielen Jahren, aber wegen der Eskalation des Krieges sollten ihre Stimmen gerade jetzt unbedingt gehört werden. Sie spielen für die Freundschaft zwischen ihren Heimatländern Iran und Israel. Hinema Tov, eine jüdische Hymne für die Brüderlichkeit, gesungen von einem Israeli und einer Iranerin in Berlin. Ich wollte unbedingt irgendwas dagegen machen, dieses Image, das alle haben über Iran und Israel, dass die Feinden sind, das interessiert uns gar nicht. Und das war für mich wirklich ein Herzensprojekt und ich wollte gerne dabei sein. Hava Nagila, das Lied kennen wohl alle. Als Band nennen sie sich Sistan Nagila. Sistan ist der Name einer iranischen Provinz. Für das Projekt hat die iranische Sängerin einiges aufgegeben. Zurück in den Iran fährt sie seitdem nicht mehr. Israel ist wirklich no für ihr islamisches Regime. Und ich stehe auf der Bühne als iranische Frau und singe mit Israelis auf Hebräisch. Nee, also das würde ich nicht mehr riskieren. Inzwischen spielen sie auf Bühnen in ganz Deutschland und Europa und wollen mit ihrer Musik eine Botschaft der Versöhnung zwischen verfeindeten Staaten senden. Es ist faszinierend, wie nah wir uns sind. Wir sind so gute Freunde geworden. Und ich konnte verstehen, wie viele Ähnlichkeiten es in unseren Kulturen gibt. Es begann in einem Hummus-Restaurant in Berlin, vor über 10 Jahren. Damals provozierte der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad mit Hetze gegen Israel. Borbak Shafyan wollte das nicht so stehen lassen und schrieb prompt den israelischen Musiker Yuval Halpern an. Ich hatte keinen Kontakt zu Iraner und plötzlich kontaktiert mich ein Iraner und sagt, ich will ein Projekt, wo Iraner und Israelis mitmachen. Ich dachte so, entweder ich versuche das und dann entdecke ich, ob das war ein Fehler oder vielleicht Gutes kommt raus. Heraus kam Sistan Nagila. Musik von Menschen, die ein anderes Bild vermitteln wollen, die für Frieden sind. Auch heute. Kein Mensch in Iran will einen Krieg mit Israel. Also diese Aggression der Islamischen Republik gegenüber Israel kann ich hundertprozentig sicher sagen, wird von der aller großen Mehrheit der Iraner überhaupt nicht unterstützt und mitgetragen. Also die Menschen in Iran haben momentan ganz andere Sorgen. 70% der Bevölkerung steht unter der Armutsgrenze. Und die müssen gucken, ob die überhaupt am Monatsende über die Runden kommen. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Band sofort ein Video nach dem Angriff der Islamischen Republik Iran auf Israel. Das ist nicht unser Krieg. Wir wollen keinen Krieg nirgendwo. Und so spielen sie weiter. Israelische und iranische Klassiker neu interpretiert. Und sie geben die Hoffnung nicht auf, dass sie eines Tages auch auf Tournee nach Iran und Israel reisen können.